Willkommen im Zeitloch 7612544. Wie gewöhnlich starten alle unsere Flüge pünktlich. Okay, vielleicht ist hier ja doch irgendwas schiefgegangen, Alter, ha? Huh? Erste Etage. Zweite. Und wenn hier auch alles verdreht ist, was dann? Dritte. Musst du ständig dümmlich rumunken? Brücke. Schlamassel, Hasenpfeffer, voll kompliziert. Ach du Scheiße, würde ich da sagen. Ich bilde mir ein, ich hätte gerade gesehen, wie Six und Tinook sich vertragen. Ihr zwei seid Freunde? Freunde? Ha, gleichgeschlechtliche Kopulationspartner. Das weißt du doch, Schätzchen. Schrot und Roboter Gas, ahoi! Also, erste Frage. Warum sitzt du da auf meinem Stuhl? Und zweite Frage, warum sitzt ein Papagei auf deiner Schulter? Weil ich der Kapitän bin. Das weißt du doch, du Knalltüte. Ein eindeutiges Anzeichen für den Beginn der Apokalypse. Jetzt, da Sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, wo möchten Sie hingehen? Na, ich gehe zum glücklichsten Ort der Welt. Jerusalem! Bob? Bob. Ach komm schon, Bob. Alter Draufgänger, doch nicht das ganze Kamasutra auf einmal. Weißt du, Tinak, ich mag kein wildes Raumschiff sein, aber musst du mich immer auf diese eine Sache reduzieren? Es tut weh, auf nur einen Punkt reduziert zu werden. Was, wenn ich das mit dir machen würde? Ich bitte dich, als ob es dir gelingen könnte, irgendein von uns mit einem einzigen Wörtchen zu beschreiben. Okay, ich werde es dir beweisen, Schätzchen. Zauberhaft, unschuldig, motiviert, tapfer, sympathisch. Was haben wir nur angestellt? Ich weiß es auch nicht.